Kalt, kälter, bestens. Alles in der optimalen Temperatur. Kleiner Test vorgenommen von Udo Beer, Facility Manager und Fachkraft für Arbeitssicherheit im Unternehmen Gealan Formteile GmbH in Oberkotzau. Knapp 400 Mitarbeiter sind in dem Familienunternehmen beschäftigt. Im Unternehmen werden technische Baugruppen und Komponenten aus thermoplastischen Werkstoffen entwickelt, produziert und veredelt. Produziert wird vorwiegend im Spritzguss- und Dichtschaumverfahren, auch Extrusion genannt. Dieses Herstellungsverfahren ist systembedingt mit erheblicher Wärmeentwicklung verbunden. Hier in dieser modernen, erst vor 3 Jahren gebauten Produktionshalle herrscht ein optimales Betriebsklima und das im doppelten Sinne. Wir haben eine Spritzgussfertigung und viele Spritzgießer wissen genau, wir haben sehr hohe Temperaturen durch die Abwärme der Maschinen und natürlich im Sommer, wenn noch die Außenwärme dazukommt, ist es notwendig, so eine Halle zu kühlen. Und weil eine konventionelle Klimatisierung in puncto Energieverbrauch aufwendig und damit teuer ist, suchte Udo Beer nach einer anderen Möglichkeit. Und nach intensiven Recherchen fand er die optimale Lösung in Form einer adiabatischen Klimatisierung. Adiabatik ist eigentlich eine Verdunstungskühlung. Das heißt, Wasser verdunstet. Und das kann man am einfachsten spüren. Man tut Wasser auf die Haut, es regnet. Und wenn noch ein Luftzug drüber geht, dann geht diese Verdunstung schneller vonstatten. Und Sie spüren einen kühlen Effekt. Und das ist das Grundgeheimnis dieser Kühlung. Durch diese Verdunstung wird Wärme der Luft entzogen. Und somit habe ich einen Kühleffekt in der Halle für die ganze Lüftungsanlage. Diese Adiabatik ist eine Anlage, die einer normalen Lüftungsanlage vorgeschaltet wird. Wir haben hier dahinter eine Art Bienenwabe aus bestimmten Zellulosepapier, das besonders verarbeitet ist. Und über diese Wabe träufelt ganz leicht Wasser drüber. Und das Wasser geht in diese Wabe rein. Wenn jetzt Luft durch diese Wabe angesaugt wird, dann verdunstet dieses Wasser und entzieht der Luft die Wärme. Dadurch haben Sie diesen Kühleffekt im Inneren einer Halle. Die ganze Lüftungsanlage kann ich auch hier über den Computer bedienen. Wir sehen hier die gesamten einzelnen Zulüfter, sind 9 Stück an der Zahl, 6 Ablüfter. Alles kann ich einzeln einstellen, kann es zusammen im Verbund einstellen. Ich kann ganze Zonen bilden, wo ich eine Raumtemperatur zusammenstelle. Dieser Aspekt ist besonders nützlich, wenn es wie hier in dieser älteren Halle erforderlich ist, Maschinen umzusetzen. Man kann so das Raumklima an die jeweilige Position des Arbeitsplatzes anpassen. Ich habe festgestellt, es ist hier entschieden zu warm. Ja. Nicht, dass wir nachher Probleme mit dem Bauteil bekommen, weil es wird wirklich zu viel Wärme. Mhm. Und für die Mitarbeiter ist das natürlich auch nicht von Vorteil. Und die Mitarbeiterin, weil du gesagt hast, das ist eine Frau, dann würde ich vielleicht sagen, dass wir die Lüftung wegen Schwäche einstellen, nur in Stufe 1. Und ein bisschen für die Temperatur runter und wir probieren es einfach aus. Wenn die Mitarbeiterin dann da ist, können wir noch mal den nachregeln. Genau, dass wir auf jeden Fall nicht so viel Zugluft haben. Fällt dir noch irgendwas auf? Sollte man noch irgendwas ändern? Nee, soweit ich sehe, ist alles in Ordnung. Ich muss einfach mal starten. Wir probieren die ganze Sache aus. Das Raumklima ist ja sensationell prima. Also Zugluft ist auch okay, die Mitarbeiter fühlen sich wohl. Niemand hat mehr Probleme mit Kreislauf, mit dem Kreislauf. Es ist klasse. Besonders langjährige Mitarbeiter, die noch ganz andere Temperaturen in dieser Halle kennen, wissen die neue Anlage zu schätzen. Jetzt kann man vernünftig arbeiten und es zieht nicht und es lässt sich regulieren. Manche Luftsäcke kann man ja abschalten, der hinten, der zum Beispiel, wenn es wirklich mal kalt ist. Aber das ist wirklich eine feine Sache. Wir haben, muss ich übrigens ausholen, im Vorfeld viele Anlagen, viele Betriebe in ganz Bayern, Deutschland angeschaut und dann gab es auch Anlagen, die hatten Zugerscheinung, wird man krank, wenn man einen Zug hat, einen kalten Zug. Die läuft unspektakulär im Hintergrund und wir haben ein besseres Raumklima. Es ist zum Gealan Standard geworden, diese Lüftungsanlage in allen Werken einzubauen. Wir sehen also doch schon den Mitarbeiter als das Wesentliche, den wichtigsten Faktor unserer Arbeit überhaupt. Wenn die Mitarbeiter nicht zufrieden sind, kann letztendlich auch
sich keine Qualität und letztendlich auch keinen Erfolg einstellen. Zum einen fühlen sich die Mitarbeiter nun wohler und zum anderen konnten wir natürlich auch in beträchtlichem Umfang Energie einsparen. Und das war natürlich für uns auch ganz, ganz wichtig im Zuge des Neubaus, dass wir hier auch ein umweltfreundliches Konzept verwirklichen. Für diese Innovation verleiht die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie, Branche Chemie, Udo Behr den Förderpreis für Arbeitssicherheit, Gesundheit. Ergebnis seiner Arbeit ist eine gute Energiebilanz, zufriedene Mitarbeiter und die wirtschaftliche Komponente stimmt auch. Diese Idee der Klimatisierung kann beispielgebend sein. Die Jury der Branche Chemie hat Udo Behr von der Gerlan Formteile GmbH den Förderpreis der Branche Chemie für die Installation eines Prototyps einer adiabatischen Raumluftkühlung zuerkannt, weil diese Idee als sehr innovativ empfunden wird. Die Jury meint, sachgerechte und wirtschaftliche Lösungen wie diese können beispielhaft sein für die Kunststoffindustrie und die ganze Branche Chemie und stellen einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes dar. Wir gratulieren Udo Behr von der Gerlan Formteile GmbH.